keine Ahnung. Ich habe einfach selbst keine Ahnung. Und ja gut, wie sollen sich andere Leute fühlen, die noch weniger Ahnung davon haben? Oder vielleicht schon, aber dann merken, oh shit, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und dann so, ja, nee, oh, lass mal sein, hey. Nee. Man kann es nicht verübeln. Und ich habe gehört, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Also von daher kann es auch. Würde ich sagen, es kann jetzt nicht mehr so lange dauern bis zur Besserung, aber komm, sind wir ehrlich. Das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen Selbsttherapie hier im Stream. Und vielleicht irgendwann bessert sich das dann, aber. Alles ist besser als eingewiesen zu werden. Ihr sprecht zwar nicht aus Erfahrung. Aber ich kann mir das schon so bildlich vorstellen. Und schon wieder habe ich mich gedanklich und textmäßig, sinnmäßig schon wieder komplett abgehängt. Eieiei. Ist vielleicht auch einfach ein bisschen die Woche. Ist ein bisschen die Woche gerade. Ich schiebe so ein bisschen auf die Woche. Anstrengende Woche gewesen und jetzt ist quasi so das erste Mal, dass ich wieder zocke und hier unter Zuschauern bin. Was geht ab, du geiler Guy? Ja, ich und unterm Tisch mit meinem dritten Arm schleudere ich mir gerade so schön entspannt ein. Aber ich bin froh, dass man das nicht sieht, weil ich die Kameraeinstellung so gewählt habe, dass ich halt, ja, dass man meinen dritten Arm nicht sieht. Weißt du, ich habe hier beide, also beide obere Arme, aber den dritten Arm, den sieht man nicht. Und mit dem, this is where the magic happens, you know? Ja, perfekt. Ja, oh, perfekt. Creeper nach Creeper. Ach du Scheiße, ja. Genau, mit dem Arm. Mit dem Arm von dem Emoji. Von dem Dingsbums. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich sagen soll. Mit dem Arm, den man dort sieht, mit dem. Da zimmerst du aber einen rein. Ja. So wie das Wochenende. Also dieses Wochenende, das war richtig arg. Bin in Baden-Württemberg und wir hatten Montag war Feiertag. Und da war ich eventuell bei einem Kumpel. Und ja, bei dem war ich vielleicht von Freitag an bis Montag. Und es war ein sehr anstrengendes Wochenende. Mit einem Tag durchmachen. Also tutti completti von, glaube ich, irgendwie mittags um 12 bis nächsten Tag um 4. Und dann irgendwie ein paar Stündchen gepennt und abends dann direkt weitergeknallt. Also. Alter, das Wochenende war richtig anstrengend. Müssen es mal sehen, was ich in Crowned reingehauen habe. Ja, gerne. Wir können ja noch mal so eine. Wir können ja gerne noch mal so eine Session machen. Wo du mir zeigst, was du gemacht hast. Ach, Creeper, geh weg! Ihr kleinen Scheißer, verbrennt mal eben. Ja, am Sonntag, wenn du Bock hast, 1 bis 2 Stunden, ja, können wir gerne machen. Können wir sehr gerne machen. Sehr, sehr gerne.
kennst mich ja, ich bin sehr, sehr offen für sowas. So, zap, 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 zap. Ah, wir waren gerade da oben. Bau doch eine Bahn neben deine Strecke, da musst du nicht immer laufen. Stimmt. Vor allem, weil ich einfach schon Schienen gefunden habe. Ich könnte ja einfach die Schienen dahinsetzen. Oder so hier. So auf der rechten Seite, so auf dem Weg. Weil sonst muss ich neben dem Weg nochmal so ein Ding freiräumen. Habe ich nicht so unbedingt Bock drauf. So, und eigentlich wollte ich ja hier hoch. Aber das mit der Bahn, das ist echt eine geile Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist gekauft. Oh. So, vor allem müssen wir jetzt erstmal hier durch. Wäre nochmal die Idee mit diesem Weg hier? Wie immer höre ich niemanden hier schreien. Sehr gut. Ist mal wieder niemand gewesen. Cool. Mit bisschen Eisen und Holz geht das easy. Ja, aber ich habe noch irgendwie, glaube ich, schon mal zwei 64er Blöcke Schienen, die ich in einem Dungeon gefunden habe. Kannst ja auch eine Lore mit einer Kiste vor dir herschieben. Oha, Alter, jetzt kommen hier wirklich die guten Tipps. Das stimmt. Das kann ich machen. Verschickt. Krass. Gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, eine Lore dahin nach Hause zu schicken und die entleert sich selbst? Werde ich rausfinden. So, ich bin wieder raus, muss in 6 Stunden aufstehen. Oha. Ja, dann aber ab mit dir ins Bettchen, mein Freund. Kenne ich aus der ganzen Woche. Schulungswoche. Macht überhaupt keinen Spaß. Dir eine geile Nacht. Dankeschön. Dir auch. Schlaf gut. Steck einen Gruß mit rein. Trichter am Ende drunter und dann geht es, glaube ich. Okay, ich guck mal. Ich guck mal. Auf jeden Fall nicht heute. Mit den Schienen, das können wir gleich machen. Also baue ich gleich dazu. Wenn wir schon mal dabei sind, dann passt es auch. Und jetzt haust du aber erstmal ab und gehst ins Bettchen. Kuss, Kuss. Tschüss, tschüss. So, zap, zap, zap. Gleich mal gucken, ob wir irgendwo ein paar Bäume stehen lassen. So am Weg. Gucken, ob das gut aussieht. Aber ich weiß nicht. Eigentlich bin ich jetzt dabei, hier die ganzen Bäume so schon wegzunehmen. Und dann finde ich es ein bisschen komisch, dann ein paar stehen zu lassen. Nee, nee, machen wir nicht. Das kommt hier hin. Okay, er muss wahrscheinlich auch dieser Pilz hier weichen. Aber man kann ja Pilze, glaube ich, auch mit Knochenmehl zu großen Pilzen machen, ne? War noch irgendwas. Ich glaube, das ist möglich.
Oh, das mit den Azaleen bei mir im Garten. Oh, schön. Da war ich so geil drauf an dem Abend. Das weiß ich noch. Das war aber auch in dem 16-Stunden-Stream, wo ich da drauf gekommen bin. Oh, Mann. Mega geil. So, hier mal alles Grünzeug noch einsammeln. So, vielleicht sollten wir hier mal gucken, dass wir hier nicht komplett wegschlagen, sondern dass wir hier halt mit ein paar Treppen versuchen, uns dem Level hier anzugleichen. Guck mal gerade. Ja, das bleibt hier ein bisschen. Das heißt, wir können uns hier wirklich sehr gut an das Level hier oben dann angleichen. Hier kommt eine Schlucht, die man aber noch auffüllen kann, theoretisch. Das sollte kein Problem sein. Ihr beiden kleinen Schweinis, ihr passt mal besser auf euch auf. Der Onkel Hannes ist hier nämlich unterwegs. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Könnt blöd für euch enden. Ach, jetzt wollte ich doch da oben die Erde runterarbeiten. Ich bin nicht so ganz da. Wie gesagt, ich hoffe, ich bin entschuldigt. Ja, ist doch gut. Ist jetzt schon wieder Zeit oder was? Ist doch noch gar nicht richtig Nacht. Oder doch? Für euch schon. Ja, ihr Hampelpeter. So, das heißt, wir nehmen hier erstmal schon mal gut was weg. Okay, fängt noch an zu regnen. Sehr geil. Gehen wir hier erstmal weiter. Das mit den Diamantwerkzeugen, die Diamanten mal zu nutzen, die daheim liegen, das ist echt gut. Bringt echt viel. Wir kommen mir echt super gut durch seitdem. Okay, hier ist ein bisschen Kupfer. Kupfer. Okay, wir sind hier leider gerade schon voll. So, lassen wir mal die Samen raus. Okay, zap, zap, zap. Die Steine mal ein bisschen auf Level bringen. Wie gesagt, gleich mal gucken, dass wir hier mit den Steinen nach unten eventuell schon mal irgendwie auf eine gute Ebene kommen, damit wir hier mit Treppen weiterkommen.